Jo, 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 was geht ab in der Schnissel, man Nissel? Hier ist ja wieder euer Hacker vom Neckar, vom Rhein-Neckar. Ihr wisst, wer es ist. Ich mach hier Bildchen groß. Es ist wieder euer Host, Free Hand. Heute hacken wir wieder was. Eine Kleinigkeit. Eine Seite. Die nennt sich Anime.academy. Früher, als ich mal so ein Otaku war und so ein Scheiß, oder, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, also. Vielleicht 12 Tage oder so, 20 Tage. Also damals, als ich noch ein Spasti war. Da habe ich diese Seite mal gefunden, ne? Und ich fand das Prinzip eigentlich ganz witzig. Man kann hier in so einen, ja, Chatroom sozusagen gehen und man kann halt hier rumklicken und sich dann quasi bewegen. Man kann sich hier Icons raussuchen, quasi so Avatare. Man kann eigene Avatare machen, verkaufen, kaufen und so, ne? Ja, die Seite ist ganz witzig. Aber der Freehand lässt sich nicht lumpen. Ich gucke natürlich immer, was kann man so machen. Was kann man so cheaten, hacken? Weil ich bin ein Hacker. Ich bin ein richtiger Hacker. Okay. Also, was habe ich dann gemacht? Ich habe erstmal geguckt, was wird da überhaupt genutzt. Drücken wir mal F12. Mache ich hier mal wieder Konsolegröße für euch. Okay, die nutzen Pixie. Das ist so ein Framework zum Rendern von Canvas und sowas. Juckt uns nicht. Da habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt. Zum Beispiel gucke ich mir mal das Window-Objekt an. Schreibe mir Window. Und guck mal, ey, was wird denn da so initialisiert? Okay, Anime Academy, Color Picker, was auch immer, Alter. Da wird ja viel. Ey, da passiert viel. Und dann sehe ich hier, I.O. Ich so, Moment mal, I.O. Das kommt mir doch bekannt vor. Dann gucke ich hin, was sehen meine müden Augen da? Manager, Socket, Connect. Bingo, da habe ich gegoogelt. Dann kommt mal raus, das ist Socket.io. Das ist ein Framework für Browser und auch Backend und so. Da kannst du Web, nicht WebRTC, was laber ich, du kannst dann halt Socket-Verbindung machen. Also, ach, wie heißt es nicht mehr? Web, nicht WebRTC, sondern, na, ach, wie heißt der Scheiß nochmal? WebSockets, genau, WebSockets. So, das heißt, der Client hier macht zum Server eine Socket.io-Verbindung auf und sagt dann, ey, wo bin ich, wer bin ich, wer ist, was geht, was los? Also, was können wir machen? Wir hooken wieder, so wie wir es im letzten Video gemacht haben. Chicky, chicky, hooken wir wieder. Ey, ich bin so cool manchmal. Manchmal freue ich mich voll, dass ich so cool bin. Also, dann gucken wir uns hier mal die Dokumentation an. Was steht hier mal hier oben auf Learn? Weil wir wollen ja was lernen. Ja? Wir wollen nicht einfach nur nehmen, nehmen, gib mir bitte, bitte gib mir Code. Nein, wir wollen auch was für unsere Zukunft erreichen. Also, wir gehen auf Learn, Client API, weil wir sind nicht der Server, wir sind der Client. Also, ey, Bruder, gib doch mal Client Code, was ist dein Problem? Da gucken wir hier links durch, Manager, juckt uns nicht, Socket. Oh, Moment, das können die Klasse sein, das können die Klasse für die Socket-Verbindung sein. Oh, sheesh. Dann gucken wir mal weiter. Was gibt's hier so für? Was gibt's da so? Aha, Socket, Open, Emit. Das klingt doch interessant. Also gehen wir mal ein. I.O. Aha, da kriegen wir ja schon mal eine Funktion. Super. Gucken wir mal. Ja, was willst du, Wigger? So, dann machen wir I.O. Punkt. Socket? Aha, da kommt ja was raus. Bingo, da machen wir IO Prototype, um an die ganzen Prototypen zu kommen. Aha, hier, wow, das sind ja Funktionen. Geilo, die sind ja schon fast drin. Da machen wir hier Prototype.emit, weil wenn man hier mal guckt, dann sieht man hier eine Funktion. Wo steht die Scheiße? Hier Emit. Und das hier ist in Socket.io die Funktion, womit man Events triggern kann beim Server. Und man sieht, aha, Bingo. Oh, fuck, jetzt hängt ein Rülps in meinem Bauch. Scheiße. Also erster Parameter ist der Eventname. Der ist wichtig, Amena. Dann die Argumente und als letztes so eine Acknowledge-Funktion. Optional. Scheiß drauf. Also können wir hier den Prototypen einfach mal hooken. Also, wie machen wir das?
So wie letztes Mal, wir sagen OEmit. Wir machen quasi ein Backup. Ist gleich OEmit oder Emit. Bam. Zack. In der zweiten Zeile sagen wir ist gleich Function. Eventname. Args. So. Dann sagen wir hier return this, weil wir sind ja auf dem Prototyp. Das heißt, wenn wir this nutzen, dann sind wir auf der Instanz, also auf der initialisierten Emit-Funktion, versteht ihr? This Punkt O Emit und dann Eventname, Punkt Punkt args. So, dann wird das getriggert und wir loggen mal, was da so geschickt wird. Konsole.log Eventname, args. Bam. Oh, lecco mio. Jetzt sehen wir, was geschickt wurde. Ein Destroy Sign, ein Move Avatar. Ulala, chichimeki. Dann machen wir mal hier wieder leer. Gucken, hey, was kann man denn so machen? Aha, bingo. Man kann hier Avatare auswählen und man sieht, hier wird eine Funktion aufgerufen. Get Avatar Case. Ulala, das ist doch mal was. Dann wählen wir mal hier irgendeine Scheiße aus, irgendeine Kacke. Oh, change Avatar Texture. Was könnte da wohl passieren? Wow. Dann gucken wir mal in die Argumente rein, gell? So, wir kriegen als erstes Argument ein Objekt. Das zweite Objekt, der zweite Parameter ist eine Funktion. Wahrscheinlich ist es die Acknowledge-Funktion. Juckt uns nicht. Gucken wir uns das Objekt an. Da steht eine Texture-Image. Das ist ein Dateiname von einem Bild. Und eine User-ID. Aha. Merken. So. Was wir jetzt machen können ist, wir schreiben unseren Hook nochmal ein bisschen um. So. Und wir tun hier aufs Window-Objekt, also window.socket ist gleich this machen. So. Jetzt laufen wir hier nochmal rum. Und jetzt sollten wir nämlich an das Socket-Objekt kommen. Wir schreiben Socket. Oh la la, was haben wir denn da? Chiki-Miki, da haben wir ein Socket-Objekt. Geil. Dann können wir jetzt selber auch Sachen emitten. Aha. Also machen wir das mal. Wir wechseln mal wieder ein Bild. Bam. Holen uns hier das Objekt und dann sagen wir mal socket.emit change avatar texture, comma, texture image, dann die Scheiße hier rein damit, bam. So, wenn wir das abschicken, dann sollten wir uns zu diesem Avatar wechseln. So, jetzt ändere ich mal wieder zu einem anderen Avatar, bam. Learn. Ich warte jetzt nur einen Moment, dass der Server dann checkt. Ey, Bruder, du hast mir gerade schon was geschickt. Schick mir doch nicht nochmal. Jetzt schicken wir mal das los. Ulala, chikimiki, was denn da? Also es hat funktioniert. Und das heißt, wir können jetzt einfach selber Textures ändern. So. Aber was sehen meine müden Augen da? Da wird ein Dateiname verwendet. Lass uns doch mal in die Netzwerkanalyse gucken. Animeboy.png. Da gucken wir mal rein. Ach, Seite verlassen. Wir laden jetzt mal neu. Ich lehre mal kurz die Konsole. Guck mal hier die Scheiße hier. So. Jetzt gucken wir mal hier, was so für Grafiken übertragen wurden. Vorhin hatten wir irgendwas mit Animeboy oder so. Da erinnern wir mal wieder zu diesem Hurensohn. Aha, was sehen meine müden Augen da? Wow, da ist ja genau derselbe Name, wie vorhin verwendet wurde. Okay, das lässt mich dann... Ja, das gibt mir eine Idee. So, was könnte man da tun? Wir kopieren uns mal diese Adresse und öffnen mal Notepad. Bam. So, wir machen uns mal eine Notiz. Also... Das hier war jetzt der Pfad zu diesem hier, zu diesem Kuratz, ja, wie heißt's, zu diesem Avatar, ne? So, was könnten wir jetzt mal probieren? Wir könnten mal probieren, einfach irgendein anderes Bild zu laden. Zum Beispiel hier Typing Sheet. Wow! Dann kopieren wir uns mal davon den Namen.
und vergleichen die beiden mal miteinander. Also das hier ist auf jeden Fall viel kürzer. So, jetzt können wir einen Trick versuchen. Und zwar anstatt, dass wir diesen Namen hier verwenden als Image, ne, wenn ich hier nochmal den Befehl raushole, der hier, anstatt dass wir das hier als Namen verwenden, verwenden wir einfach was anderes. Zum Beispiel Punkt, Punkt, dann doppelt Forward Slash, glaube ich. Keine Ahnung, man muss mal. Also ja, ich glaube, es war irgendwie doppelt Forward Slash oder so. Wobei. Nee. Eigentlich wollen wir ein Backslash. Und das aber escaped. So. Also, wenn wir jetzt Punkt, Punkt davor machen, dann würde er einen Ordner zurückspringen, also ChatGFX. Ulala, das stimmt ja. Dann sagen wir mal jetzt, ey, geh mal auf typingsheet.png. So, rein theoretisch sollte er jetzt hier einen Ordner zurückspringen, in den, und dann typingsheet nutzen. Probieren wir es doch mal aus. Bam, balloon, boom, boom, zack, bam, Charm. Ulala, was ist denn da? Da haben wir jetzt ein ganz komisches Bild. Damit ihr den Hintergrund wisst, diese Seite hier erlaubt eigentlich nur Images in einem bestimmten Format. Aber mit dem, was wir hier gerade gemacht haben, können wir jedes beliebige Bild reinladen. Und wollt ihr mal was Witziges sehen, was man auch machen kann? Und zwar gibt es hier eine Datei, die heißt, jetzt muss ich mir mal gerade was raussuchen. Die Dinger haben meistens so einen Namen wie Background oder BG oder so. BG2, Anime-Logo. Jetzt muss ich mir ja gerade selber gucken. KIOSVG, AP. Ich suche gerade das Background von dieser Map, also von dieser Seite sozusagen. Hier, das hier ist der Hintergrund von dieser Seite. Dann kopieren wir uns mal die Adresse. So. Und dann machen wir mal genau dasselbe. Also, wir springen zurück, ChatGFX, dann in BG und dann zack. Weil dann können wir was ganz Witziges machen. Wir gehen hier oben in die Ecke. Die Leute denken sich, ach, was soll schon passieren? Bam! Ich bin zwar unsichtbar, aber jetzt kommt's. Ich bin eigentlich nur eine Kopie vom Background. Das Witzige ist, das Spiel oder diese Seite funktioniert so, immer der, der als letztes gejoint ist, wird über die anderen gelappt. Das heißt, wenn ich neu in einem Raum beitrete, dann werden alle Leute im Raum unsichtbar, weil ich über denen drüber lieg. Ja, und so kann man halt ziemlich witzige Sachen machen. Und eigene Bilder kriegt man auch rein. Das ist aber ein Trick. Das müsst ihr selber rausfinden. Das ist aber easy. Also, viel Spaß mit dieser kleinen Hack. Und trollt ruhig ein paar Leute und habt Spaß am Leben. Manchmal auch wichsen ist immer wichtig. Ein bisschen jizzeln auf ein Hentai oder so. Gönnt euch.